Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir kriegen gleich, das müsste in jeder Minute hier um die Ecke kommen, gleich ein neues Gerät zum Testen hier geliefert. Und zwar von der Firma Toro. Die Firma Toro stellt mir das Gerät für 2 Wochen zur Verfügung. Deswegen ist es natürlich wieder ein Werbevideo. Ja, ist so. Ich freue mich total darauf. Ich bin sehr gespannt, was das Gerät kann. Und zwar ein MyRide, das heißt ein Z-Turn-Räder mit einer gefederten Sitzaufnahme. Am besten mähen wir da gleich mal los. Gleich sofort losmähen. Die Woche soll endlich ein bisschen schöner werden. Wir hatten so wahnsinnig viel Regen die letzten Tage. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Aber jetzt soll es besser werden. Die ersten blauen Löcher sind hier schon zu sehen. Ja, wäre schön. Haben wir ein paar schöne Tage vielleicht für ein paar schicke Drehs. Yeah. Jo. Cool. Einfach mal kurz an. Ja, gut. Also, wir reden über einen Toro Time Cutter XS4850. Das Gerät ist mit einem Toro Eigenmotor ausgestattet. Cool. 24,5 PS. Ich habe ein Medec, was als Recycler aktuell ausgestattet ist. Ach, das ist jetzt als Recycler ausgestattet? Das ist jetzt optional kann ich es noch zum Seitenauswurf, also es ist halt bei Seitenauswurf entwickelt, allerdings auch als Recycler. Aktuell ist es zum Recycler umgebaut. Ah, okay. Gut, auch nicht schlecht. 1,7 Meter Schnittbreite. Ja. Anti-Skalpierrollen sehe ich rechts, links. Ja. Und für die Bodenanpassung. Die sind nicht in der Höhe verstellbar. Die haben sie, das ist nur so praktisch in der untersten Stufe. Die hat eine Station nach unten verstellt. Ah ja, eine. Aber grundsätzlich sollte ich sie immer in der oberen Position lassen, weil sie heißt ja Anti-Skalpierrolle. Das heißt, ich sollte wirklich möglichst weit Möglichkeit haben, die oben stehen zu lassen. Ja. Weil sobald sie unten ist, fängt sie halt viel mehr an zu arbeiten. Und das ist eine Anti-Skalpierrolle. Deswegen sagen wir immer obere Stellung. Okay. Damit ich halt möglichst viel Arbeitsweg habe. Okay. Zero Turn ist ja klar. Also mit den Hebeln. Genau, das ist klar. So ist er in der Parkposition. So muss er auch stehen, wenn ich ihn starten möchte. Ja. Dann eben zum Vorfahren den Hebel nach vorne. Was ist mit der Handbremse? Hat er eine Handbremse? Hat er nicht. Hat die Außenposition ist gleich. Ah! Oh, das ist natürlich auch sehr angenehm. Okay. Der Sitz ist. In unserem Prospekt steht so schön handgenäht. Nee, in den Sitzen haben sie ein bisschen. Das ist schick. Wertiger ja, gemacht ja, mit dem Produktwechsel. Also er ist plüschiger, ist deutlich also mehr Komfort als war schon richtig bequem, ja. Er lässt sich natürlich auch ein bisschen verstellen. Ja. Wir können hier einmal reinschauen. Hier sehe ich diese MyRide Federungsplattform. Die hat hier eben diese Haupt-2 Federn. Ja. Zur MyRide Plattform ist zu sagen, die Maschine. Es gibt Federungsplattformen, die sind auf den Rahmen aufgehangen. Da der Rahmen aber immer fest mit dem Mähwerk verbunden ist und ich die Federung im Rahmen habe, sorgt es dann letztendlich dafür, dass wenn ich irgendwo Unebenheiten habe, ich auch die Unebenheiten in meine Fläche reinmähe. Richtig, deswegen genau. Ist diese Plattform durch diese Federn vom Rahmen abgesprengt. Sprich, das Deck liegt immer auf und die ganzen Schläge und Bewegungen, die von unten kommen, federt diese Plattform ab und ich sitze hier eben angenehm drauf. Ja, das hat mich am meisten interessiert, also weil das ist schon heftig, wenn man jetzt über etwas unwegsameres Gelände fährt, wenn man so Schläge drin hat, so Löcher, dann haut das so in den Rücken rein. Ja. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob er das jetzt wesentlich schönere abfedert. Das Ganze lässt sich aufs Gewicht einstellen, das ist ein bisschen, ich sag mal, Erfahrungssache. Das ist Gefühlssache, was einem gefällt, genau. Lässt sich aber zentral umstellen. Ja. Für das ist ja Seiten auch cool. Also das über ist eine Funktion auch letztendlich vom Fahrersitz aus, wenn ich merke, boah, könnte doch noch ein bisschen mehr federn, kann ich das Ganze dementsprechend eben ein bisschen strammer oder sehr cool. Leichter einstellen. Ja, sehr cool. Die Schnitthöhenverstellung geht von 138, hier steht 114, im Prospekt steht 115, da schneiden sie die Geister drum. Lässt sich eben dann auch vom Fahrersitz aus verstellen und auf die Höhe. Ja. Gerade ungefähr hin möchte. Aber 38 ist tatsächlich auch bei dem Gerät die unterste Mähposition. Ja. Okay. So, jetzt erster Test hier. Herzklopfen. Hey! Ah!
Vorsicht, stolper nicht. Schön leise. Was ich richtig, richtig, richtig gut finde, dass dieser Hydrostat überhaupt keinen Lärm macht. Überhaupt, der ist ja super leise. Das ist ja herrlich. Das war der erste super Härtetest für den Toro Time Cutter in der MyRide Ausführung. Was mich ja meist interessiert hatte, war jetzt diese gedämpfte Aufhängung des ganzen Sitzgestells. Man sitzt also wirklich da wie in einer Sänfte. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe noch nicht einen Schlag in den Rücken bekommen, obwohl es hier schon richtig huckelig war. Das funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut. Also das ist cool. Man ist zwar manchmal so ein bisschen am Wackeln, aber man kriegt überhaupt keine Schläge in den Rücken. Und das hätte ich nicht gedacht. Und das finde ich großartig. Sehr cool. Er fährt relativ langsam. Also er mäht doch relativ langsam. Schade, er steht schon auf der Speed-Position. Also schon auf der schnellsten Stellung. Okay. Mit so einem Mulch-Kit, da muss natürlich das Messer irgendwie mit dem hohen Gras klarkommen. Da darf man nicht so schnell drüber fahren, dann wird nicht ein Halm mehr geschnitten. Viel tiefer hätte ich auch nicht mähen dürfen, 76 mm. Das ist schon recht tief jetzt gewesen, ungefähr so 3 Zoll. Ich würde ja mal gerne so ein bisschen tiefer mähen. Vielleicht beim nächsten Mal noch eine Stufe tiefer auf 63. Ich glaube, dann kommt hier so ein bisschen der Parkland-Touch hier dieses Weges richtig gut zum Ausdruck. Ja, schön. Ist das nicht herrlich hier? Mitten zwischen den Feldern, hinten der Bauer schmeißt die Gülle. Wunderbar. Nein, es ist ein total schöner Weg, der von vielen Wanderern und vielen Spaziergängern und Joggern so als schöner Weg hier in der Abendstimmung genutzt wird, um hier ein bisschen spazieren zu gehen, um ein bisschen hier zu laufen. Ganz einsam zwischen den Feldern. Die Dörfer sind so ein bisschen weiter weg. Und man fühlt sich hier völlig wohl und frei. Herrlich. Ja, und ich habe irgendwann mal angefangen, diesen Weg hier zu mähen, weil ich das so schön finde, hier längs zu laufen. Und man ist ja nicht immer nur in diesen Fahrspuren der Trecker gelaufen, weil das Gras in der Mitte so hoch war. Und jetzt mähe ich das halt immer regelmäßig. Und ich glaube, das finden die Leute auch gut. Genau, so. Ja, mähen wir weiter. Was denkst du?
Sehr gut. Total entspanntes Fahren, also bravo Toro, das ist echt cool. Nicht ein Schlag in den Rücken und das ist ein übler Holperweg hier. Also großartig, echt cool. Ganz entspanntes Mähen, herrlich hier, der Blick hier, den Weg entlang, mega. Ich muss mal die GoPro umschalten.